So, jetzt geht es weiter mit Pokémon. Ja, und da sind wir. Warte, ich überspringe mal schnell. Ja. Ja, ist verbraucht, ist klar. So, und dann sind wir jetzt auch schon hier, Route 103, wo die Maike steht. Die werden wir jetzt mal versuchen zu ownen. Ich glaube aber nicht, dass uns gelingt, aber man weiß ja nie. So. Gekabor. Du bist gemein, Klößchen, los. Vielleicht sollte ich mal Heuler machen. Silberblick. Ja, das wäre. Machen wir sein Angriff kaputt. Dass er uns kein Damage mehr macht. Nochmal. Okay, er zieht uns schon nicht mehr so viel. So. Jetzt machen wir mal einen Tackle. Oh, Scheiße. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich mache einfach nochmal. Oh, shit. Und natürlich haben wir das geschafft. Kein Problem für uns. Und ich habe gerade wieder gemerkt, der Sound im Hintergrund von Pokémon stottert ab und zu. Lasst euch nicht davon ablenken. Der wird eh leiser gemacht. Wie beim Rendern. Juhu, Level 6. Jackpot. Max KP plus 2, Angriff plus 1, Verteidigung plus 1, Special Angriff plus 1, Special Verteidigung plus 1, Initiative, glaube ich, heißt das. Ich weiß es nicht. Lehmschelle, oh, wie toll. Spieler besiegt Trainer Maike. Oh, 300 für einen Kampf, ist das viel. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurze Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Und wir speichern an dieser Stelle mal ab. Ja, überschreiben. Nee, ich werde den Laptop nicht ausmachen, Freundchen. So, und dann jumpen wir mal darunter und gehen ins Labor. Donai. Oh, hallo. Maike Simon hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, ich wollte eigentlich auch gerade hingehen, Digga. Aber okay, wie du willst. Dann jumpen wir mal in das Büro. Und da ins Labor wohl eher. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Mauszeiger auf dem Bildschirm gesehen habt. Ich hoffe nicht. Es ist leckt wieder der Hintergrund. Profil, hallo. Ja, scheiße. Ich habe gehört, dass du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Es leckt sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, an was es liegt, aber naja, hier, das hilft dir meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Ich mach den Sound mal etwas leiser. Oder erstmal auf Mute. Und kann ich ja. Ist ja eigentlich nicht so wichtig. Werde ich später noch gucken, an was es liegt mit den Lags auf jeden Fall. Haben wir jetzt einen Pokédex? Oh wow, Simon, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Ui, danke für die Pokébälle. Simon packt Pokébälle in die Balltasche. Was, in die Unterbuchse oder was?
Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit den Pokébällen. So, und dann gucken wir mal Pokédex. Aha, wir haben sehr viele Pokémon schon gesehen, muss ich sagen. Naja, okay. Ende. Dann speichern wir immer. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Kann ja immer mal sein, dass der Laptop oder irgendwas abstürzt oder das Programm, was weiß ich. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Ah, ich frage mich, wo ich jetzt nach weiteren Pokémon suchen soll. Ah, okay, gehen wir jetzt aus dem Haus. Ich denke, da wird jetzt die Mutti stehen und uns, glaube ich, vielleicht die Turbo-Treter geben, dass wir rennen können. Hast du schon Professor Birk vorgestellt? Na klar, bist du von gestern oder was? Was für ein hübsches Pokémon du hast, als von Birk erhalten, toll. Du bist das Kind deines Vaters. Von wem denn auch sonst? Wunderbar, du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für deine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Sorry, Leute, ist ein bisschen gerade komisch, so früh. Noch 7 Uhr morgens, naja. Für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte den B-Knopf gedrückt, wenn du diese Turbo-Treter anhast, um zu rennen. Schlüpf in diese Turbo-Treter und erobere die Welt da draußen. Punkt, Punkt, Punkt. Sich vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein, aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Mal gucken. Ah, okay. Dann rennen. Okay, Pokémon. Los, Klößchen. Tackle. Ups, wir hätten jetzt auch Lehmschelle machen können. Jedes Vieh darf mich nicht töten. Nein, ich wollte doch Lehmschelle. Warum vertippe ich mich immer? Ach, ist das Kacke. Tot. Haha, Noob down. Wow. Level 7. Wie toll. So, dann gehen wir erstmal gleich in das Pokémon Center und heilen unser Pokémon. Ja, nimm es in deine Obhut. So, was müssen wir jetzt machen? Schauen wir. Nee, ich geh mal kurz in den Markt und schau, was da so Schönes gibt. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ich möchte was kaufen. Kaufen wir mal Trank. Wie viel Geld haben wir? Kaufen wir mal 5 Stück. Ja. Paraheiler nehmen wir mal 2 mit. Und Pokéball nehmen wir mal auch noch 5. So, dann war's das. Hier zurück. Tschüss. So, dann laufen wir mal da oben lang. Da befindet sich anscheinend nichts. Da müssten wir, glaube ich, wieder nach links. Hier ging ja auch noch ein Weg lang. Route 102. Okay, dann gucke ich mal, ob die Musik wieder einigermaßen läuft. Wird jetzt bei euch wieder pausiert sein, glaube ich, das Game. Ja, okay, es läuft wieder reibungslos. Ah, unser erster Kampf nach der Maike. So, wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderungen nicht ablehnen. Ich kann alles, was ich will, Freundchen, aber mal gucken. Teenager. Also Teenager. Früher habe ich immer gesagt Teenager. Vivien wird von Teenager, Teenager, in den Kampf.
Oh, es laggt wieder. Moment. Dann lasse ich den Sound einfach aus. Macht auch nichts. So, machen wir Lehmschelle. Und dann hat sich die Sache... Oh. Zieht nicht besonders viel. Okay. Peckel. Lowy. Tackle. Lebensschelle. Zum Schluss die schlechte Attacke. Ha, noob down. Ho, ho, win. Bald Level 8. Ja, Teenager. Ach, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Ach. Ui, 80 Mücken, hätte es ruhig ein bisschen großzügiger sein können, Freundchen. An dem laufen wir jetzt mal vorbei, okay. Vivien, was willst du? Ich mag kein Vivien. Ich will ein... ich bin am Überlegen, was für ein Pokémon will ich überhaupt? Ich will nicht gegen das Kleinkind kämpfen, Und dann gegen dich auch nicht. Oh, die Bären nehmen wir mal mit. So, mach mal schneller. Ja, ja, ist weich und lehmig. Da auch noch. Ja, möchte ich auch mitnehmen. Vielen Dank. Haha. Blütenburg City und da wird auch der Fati sein, dann willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon, machen wie sie wieder, blablabla, kennt ihr ja schon. Ja, nimm sie in deine Obhut, Kleines. Na, wie wär's? Willst du mal mit mir essen gehen, oder was? Oder wie ist es? So, dann sind wir da und gucken wir mal dann. Okay, da interessiert mich nicht. Dann gehen wir mal da in die Arena. Ach, das ist ja der Baby. Das ist aber nicht die erste Arena. Vater, na, wenn das nicht Simon ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist ein Pokémon in... Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal meine Fußstapfen als Trainer drehen. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ha, ha. Wer ist das? Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Vater, wie? Du, ach gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meinen Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich dadurch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Vater, oh, ich verstehe. Hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Ich leide dir mein Pokémon. Heiko hat Zigzags erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Ich klaus dir jetzt. Ich gebe dir das auch, diesen Pokéball, dann leg los. Heiko erhält Pokéball. Und warum halte ich nichts? Schenk mal deinem eigenen Sohn was, du Flachzange. Na klar, ich bin ja kein Unmensch. Ja, ich lauf dir hinterher. Wenn er nicht weiß, wie er ein Pokémon fangen soll, warum kann er es mir dann erklären? Und der kann es mir erklären, weiß nicht, wie man es fängt. Und er zeigt uns sogar, wie man es fängt. Und er sagt, er weiß es nicht. Total logisch, ja. Trasala, aha. Los, zickzack. Tackle. Los, mach Tackle, zickzacks. Ja, ja. Tackle, zigzags. Und jetzt kannst du den Pokéball einsetzen, denn das Pokémon ist geschwächt. Jetzt kannst du es bestimmt einfangen. Aha. Ja, nimm den Pokéball. Junge, los, du schaffst es, Kleiner. Du schaffst es, Kleiner.
Ja, er hat Drasala gefangen. Wunderbar. High five. Ich habe es geschafft. Es gehört mir. Mein Pokémon. Simon, Dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und hat es geklappt? Ja, danke, ja, wunderbar. Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück. Danke, Simon, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Simon. Vater, nun, Simon, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist geh nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter, auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Simon. So, ihr Lieben, dann speichern wir jetzt ab und werden dann diese Folge beenden. Dann wünsche ich euch, ja, viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Adios, amigos.